Hallo, meine lieben kreativen Menschen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Ich bin Calypso und ich stricke seit 20 Jahren. Deshalb habe ich vor ein paar Monaten beschlossen, meine Projekte auf YouTube mit euch zu teilen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr dabei seid und eine Konversation zwischen uns entsteht. Auf eine etwas versetzte Art und Weise, durch die Kommentare oder auch durch eure Nachrichten auf Instagram, die mich immer sehr freuen. Und ja, es macht mir einfach großen Spaß. Also hoffe ich, dass diese Konversation noch weiter bestehen wird und dass noch mehr Menschen dazukommen zu dieser wunderschönen Gruppe, die schon bereits entstanden ist. Ich habe beschlossen, auch mein Format ein bisschen zu ändern, weil das letzte Video ein bisschen lang geworden ist und ich ja eigentlich eher kurze Videos machen möchte. Deshalb möchte ich statt eines Videos im Monat, zwei Videos im Monat machen und versuchen, mich dann auch wirklich an die 30 Minuten zu halten. Ich habe auch gemerkt durch die Videos, dass ich ein bisschen polygam geworden bin, was das Stricken angeht. Meistens hatte ich früher mal zwei Projekte, ein großes Projekt und ein kleines Projekt. Mittlerweile habe ich mehrere Baustellen, was auch okay für mich ist. Aber das verlangt für mich ein bisschen mehr Organisation und ich muss das alles ein bisschen besser strukturieren in meinem Kopf und auch ja, in dem Rhythmus, in dem ich stricke oder an meinen Projekten arbeite. Deshalb würde ich das lieber aufteilen und jeden ersten Freitag im Monat wie bisher ein Video posten und dann noch 2 Wochen später ein zweites Video. Und ja, ich werde auch meine Projekte dann etwas aufteilen. Wie ihr hinter mir sehen könnt, ist hier habe ich ein bisschen gesponnen in letzter Zeit. Hier ist ein bisschen mein Chaos mit meinen Fasern und meinem Spinnrad und mein Stuhl, auf dem ich immer sitze, wenn ich spinne. Ja, jetzt sieht auch hier die Tischkante, fällt mir jetzt auf. So, jetzt ist es besser, man sieht nicht mehr die Tischkante. Ja, dieses Chaos hier hinter mir habe ich ein bisschen versucht wegzuschieben, aber das braucht natürlich ein bisschen Platz und deswegen hat sich die Kamera ein bisschen verschoben. Aber zurück zum Thema. Auf jeden Fall werde ich euch meine Spinnprojekte auch zeigen. Aber das werde ich eben in dem zweiten Video machen, das ich diesen Monat posten werde. Und jetzt, also heute, möchte ich euch erstmal ein kleines Update geben über meine Sommerprojekte. Und ich fange erstmal an mit dem Top, das ich trage. Das habe ich mir selber ausgedacht, das habe ich etwas spontan gestrickt, also nicht komplett selber ausgedacht, dieses Muster, also die Rundpasse hier. Habe ich aus diesem Buch, das ich euch schon mal vorgestellt habe, hatte. Das ist die Japanese Knitting Stitch Bible. Das ist ein super, super tolles Buch. Ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch, aber man muss jetzt nicht unbedingt viel Deutsch oder Englisch lesen können für dieses Buch, weil da vor allem Strickschriften drin sind und man die lesen muss und dazu die ganzen Symbole und Abkürzungen. Die natürlich alle ganz genau und detailliert beschrieben sind. Also wirklich super tolles Buch. Daraus habe ich eben die Rundpasse für dieses Top gestrickt. Und ja, das ist eines meiner Lieblings-Sommeroberteile. Das trage ich wirklich ganz, ganz viel. Das habe ich aus einem Garn von Shulana gestrickt. Das hier, Shulana Linodoro. Das ist eine Mischung aus recyceltem Leinen, 85% und 15% nicht recyceltem Leinen. Ich finde dieses Garn super, super schön. Ich finde, es trägt sich wunderschön. Es fällt sehr, sehr schön. Es ist ganz weich und es hat auch einen leichten Glanz. Diese drei Farben habe ich hier verwendet. Und die Farbauswahl ist eigentlich zufällig entstanden, weil ich hatte euch erzählt, dass ich in mehreren Wollläden gearbeitet habe und in dem letzten Wollladen, in dem ich gearbeitet habe, ich glaube, das war nicht so lang vor der Schließung, da wurde eben der Ausverkauf gemacht. Und da war von diesem Garn hier
hier noch diese Farbe genau übrig, auch in einer begrenzten Menge. Und die Kombination hat mir gut gefallen, also habe ich einfach das genommen, was da war und gedacht, ich mache was draus. Und ja, das hier ist daraus geworden. Ich habe die Farben so verteilt, dass das Garn einfach jeweils reicht für die unterschiedlichen Partien und also für die unterschiedlichen Teile des Oberteils. Und ja, hier habe ich sogar noch einen ganzen Knäuel übrig, also keine Ahnung, was ich damit machen werde. Aber ja, ich liebe dieses Top und ich habe im Rücken ein bisschen verkürzt reingemacht am Ausschnitt, am Halsausschnitt im Rücken, damit er eben weiter oben liegt. Und hier sieht man auch vielleicht eine ganz leichte Linie in diesem hellen Beige. Die ist hinten etwas breiter, weil ich eben da die verkürzten Reihen gemacht habe. Und hinten ist das Top auch leicht länger hier. Weil ich eben hinten auch im Rücken verkürzt Reihen gemacht habe und ich gerne das hinten etwas länger haben wollte, das Top. Oder das Oberteil, besser gesagt. Ja, genau, das trage ich super gern und ich kann euch das Garn auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich möchte euch als nächstes auf meinen Emily Pullover aufmerksam machen. Den hatte ich euch schon mal gezeigt und auch schon mal getragen und auch die Geschichte dazu erzählt. Da könnt ihr gerne, ich glaube, Folge 1 oder 2 zurückgehen und euch das genauer anschauen. Ich zeige euch den nochmal, weil ich vor circa einer Woche die Anleitung nochmal überarbeitet habe und auch neue Fotos geschossen habe mit einer Freundin von mir, die Fotografin ist. Das heißt, dass die Anleitung jetzt schön geschmückt ist mit ganz tollen neuen Fotos und sie überarbeitet ist. Es gibt die Anleitung in 3 verschiedenen Größen, S, M und L. Und meine Größe ist die Größe M, glaube ich. Und ihr findet die Anleitung auf Deutsch, Englisch und auf Französisch. Auf Ravelry. Das war nur ein kleiner Hinweis. Und dann gehe ich auch weiter zu dem nächsten Projekt. Und zwar das Tennis-Outfit sozusagen. Da hatte ich euch ja letztes Mal den Pulli gezeigt, den ich fast fertig hatte. Ich habe in der Zwischenzeit alle Fäden vernäht und es gewaschen und gespannt. Ich glaube, letztes Mal war es auch schon gewaschen und gespannt. Es ist sehr, sehr schön. Ich habe es noch nicht getragen, also außer zu Hause. Und letztes Mal hatte ich euch ja den Anfang des Rocks gezeigt. Und so sieht der Rock jetzt aus. Er ist fertig. Ich habe ihn auch gewaschen und gespannt. Hier vorne habe ich diese kleine Öffnung gelassen, wie bei dem Top, damit ich auch besser mich bewegen kann. Der Rock ist ziemlich eng anliegend und ja, so sieht es ehrlich gesagt aus wie eine Wärmflasche von der Form her, weil ich hier am Bund mit einem durchsichtigen elastischen Faden reingenäht habe, über die ganze Länge der Rippen. Genau, deswegen sieht es hier aus wie eine Wärmflasche. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht anprobiert. Ich hoffe, ich kann euch hier ein paar Fotos einfügen oder ein kurzes Video. Mal sehen, was ich so schaffe. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Rock. Er passt mir sehr gut, er gefällt mir gut. Und ich habe auch noch gar nicht beide Teile zusammen angehabt. Also ich bin gespannt. Vielleicht mache ich das nachher und dann setze ich euch hier ein paar Fotos oder ein Video ein. Ja, hinten, also das hier ist vorne mit dieser kleinen Öffnung hier vorne und hinten habe ich circa 3 cm mehr von dem Braun, weil man für den Po ja etwas mehr Platz und einfach Stoff braucht. Also habe ich hinten verkürzt reingearbeitet, um hier einfach mehr Länge und mehr Stoff zu haben. Das fällt auf die Gesamtlänge des Rocks gar nicht so auf, merke ich jetzt. Ja, es sieht minimal länger aus, wenn man sich das so anguckt, hinten, aber es ist egal. Ich habe es anprobiert und es passt. Dann hatte ich euch letztes Mal auch dieses Top hier angehabt. Das Cerise Top.
Und da bin ich auch gerade dabei, das nochmal die Anleitung zu überarbeiten und auch mehr Größen hinzuzufügen, weil es im Moment nur in dieser Größe verfügbar ist. Und ja, dieses Garn habe ich, dieses Top habe ich aus der Schulana Lilana gestrickt. Das kaufe ich immer bei Needles and Pins in Kreuzberg in Berlin. Und sie hat eine ganz schöne Farbauswahl und überhaupt eine schöne Garnauswahl. Das war Version 1 von dem Top. Das habe ich mir so nach Gefühl gestrickt und mir ein paar Notizen gemacht. Und da ich das so viel getragen habe und so gern mag, habe ich mir das eben letztes Jahr ein zweites Mal gestrickt und dazu eben die Anleitung geschrieben. Eben das hier. Und nun, da ich die Anleitung eben überarbeite und das Top so viel trage, wollte ich das gerne mir nochmal stricken einfach. Und ich fand auch sehr schön, dass eine Zuschauerin kommentiert hat, dass es Leibchen sind. Fand ich eine schöne Bezeichnung. Weil ich eben diese Tops das ganze Jahr lang trage, als Unterhemd auch sozusagen und im Sommer einfach so, ohne nichts drüber. Und jetzt die Nummer 3 von Cerise, also man merkt, ich stricke manche Sachen mehrmals. Ja, ist ja auch okay. Da bin ich gerade hier. So. Also man macht einen provisorischen Maschenanschlag hier, da wo ich jetzt die kurzen Stricknadeln drin habe. Und ich stricke beide Träger gleichzeitig und mache dann hier Zunahmen für den Halsausschnitt. Wenn ich genug Zunahmen habe, mache ich hier auch einen provisorischen Maschenanschlag. Deswegen sieht man hier diesen grünen Faden. Weil an den Rändern von dem Top, also an den Kanten hier, habe ich I-Cords gearbeitet. Und wenn man dann später ganz fertig ist, nimmt man die Maschen hier, die stillgelegten Maschen von dem provisorischen Maschenanschlag wieder auf und kann eben hier ein schönes I-Cord Finishing machen. Das sieht dann ziemlich sauber aus und ja, gefällt mir ganz gut. Also ist schön abgerundet. Und wenn man hier für den Halsausschnitt die Zunahmen gemacht hat, dann macht man eben den provisorischen Maschenanschlag und kann dann das Vorderteil stricken. Also hier bin ich gerade, das Vorderteil ist fertig. Ich habe auch die Zunahmen für die Armausschnitte hier bereits gemacht. Man sieht vielleicht hier ein bisschen das Muster. So. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht, aber von diesem Top gibt es auf jeden Fall gute Fotos auf meinem Instagram oder auch auf Ravelry. Und ja, die Zunahmen für die Armausschnitte sind also gemacht. Das heißt, jetzt habe ich die Maschen von dem provisorischen Maschenanschlag an den Schultern wieder aufgenommen und stricke jetzt rückwärts, also die Träger für den Rücken. Und sobald ich den Rückenteil auch bis zu den Armausschnitten fertig habe, wird das Ganze, nehme ich ein paar Maschen am Armausschnitt, also unter den Armen, auf, auch mit einem provisorischen Maschenanschlag und schließlich schließt man das Ganze zur Runde von Vorderteil und Rückenteil und strickt auf der Rundstricknadel das Ganze so lang, wie man möchte. Das heißt, weil es eben top-down ist, kann man die Länge auch ziemlich gut anpassen von diesem Top oder Leibchen. Genau, da bin ich gerade. Und hoffentlich werde ich bald fertig. Ich kann es gar mal warten. Naja, und das letzte Top, was ich euch gezeigt hatte, letztes Mal dass ich für den Sommer stricke, ist das hier. Das ist jetzt auch fertig. Das ist Limon.
Das ist auch gerade erst fertig geworden. Ich habe es gestern gewaschen und gespannt. Es ist gerade trocken. Ich hatte es auch noch nicht im fertigen Zustand an, aber während man das strickt, es strickt sich identisch wie das Cerise-Top. Die Konstruktion ist gleich, provisorischer Anschlag an den Trägern an den Schultern und dann strickt man es runter und ab hier strickt man dann ab dem Armausschnitt in der Runde. Und dadurch ist die Länge auch von diesem Top sehr gut anpassbar. Ich möchte sie eben nicht so lang haben, weil ich gerne Hosen trage, die ja etwas höheren Bund haben. Und ja, aber die Länge ist eben sehr einfach anpassbar. Ich hatte es auch eben noch nicht an, also vielleicht mache ich später auch Fotos davon. Das heißt, habe ich Limon getauft und das wird hoffentlich auch bald verfügbar sein in mehreren Größen auf Ravelry. Das habe ich auch genauso gestrickt aus der Shulana Lilana. Das ist ein Leinengarn und hier sieht man nochmal das Lochmuster. Das ist wirklich ein super simples Muster und es spiegelt sich, wie man sieht. Also die Seite und die Seite, die spiegeln sich. Es ist nicht exakt dasselbe Muster, aber dafür gibt es genau Strickschriften in der Anleitung. Und ja, das gibt dem ganzen Top etwas Interessantes, etwas Schönes, Sommerliches und auch ein bisschen Struktur. Ja, dieses Lochmuster ist wirklich super, super einfach zu stricken. Kann man sich sehr, sehr leicht merken, wenn man da zwei, drei Wiederholungen gemacht hat. Dann kann man sich das auch immer abgucken von den vorherigen Runden, wo man gerade ist und dann immer so weiter stricken. Also es ist wirklich super simpel. Ja, genau. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon für diese Folge. Ich habe es geschafft, es kurz zu halten, so wie ich mir das gewünscht hatte. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt und hinterlasst mir natürlich gerne Kommentare, ob es euch gefallen hat oder was ihr gerne vielleicht sehen möchtet. Stellt mir auch gerne Fragen, egal was ihr gerne wissen möchtet über mich, könnt ihr einfach gerne in den Kommentaren fragen. Oder auch gerne von euch erzählen, was ihr denn gerade strickt, welche Modelle, welches Design oder was für ein Kleidungsstück. Ja, ich bin auch sehr neugierig zu wissen, was ihr so macht. Und freue mich dann, euch ganz bald wieder begrüßen zu dürfen, hier auf meinem Kanal, mit ganz vielen Abenteuern und ganz viel Wolle vor allem. Also, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao!